Die Bustouristik Scherzer ist jetzt am RDA und begrüßt dann Herrn Krämer, Hans Krämer, Stellvertreter für den Visit Brüssel. Und die Partner, die Sie alle da haben, sie im Hotel One, Mini Europe, Train World, Restaurant Chaise Leon, die Brüssel, alle tolle Partner da. Herr Krämer, wie wichtig ist für Brüssel der Bustourismus? Ich glaube, der Bustourismus, spielt für Brüssel eine ganz entscheidende Rolle. Denn man darf nicht vergessen, wer Bus sagt, sagt Gruppe. Wer Gruppe sagt, viele Personen in einem Transportmittel. Und da sind wir bei dem Thema Umweltbewusstsein, das in Brüssel ja zumindest spätestens seit der Einführung der Umweltzone eine emittent wichtige Rolle spielt. Also von daher glaube ich, ist der Bustourismus für Brüssel ein ganz wesentlicher Player für die touristische Industrie, aber auch für diese Partner insgesamt. Ja, wir sagen ja auch, der Bus ist das umweltfreundlichste Fahrzeug im Tourismus. Zumindest der deutsche Bus. Der deutsche Bus, ja, es wird ja langsam in anderen Ländern auch besser. Es gibt jetzt schon gewisse Förderungen von der Bundesrepublik Deutschland, die Busse unterstützt haben. Jetzt kommt zum Beispiel so ein Bundesland wie Baden-Württemberg und sagt, wir geben unseren Busunternehmern ab 1. September nochmal Geld dazu, dass sie nicht zurückzahlen müssen. Wie sehen Sie das denn von Brüssel? Ist das nicht sehr wichtig, die Busunternehmer? Absolut. Ich denke, das ist eigentlich ein Anschub, ein Zeichen, auf das die Industrie, die ganze Tourismusindustrie gewartet hat, zumindest hier in der Bundesrepublik Deutschland, so wie ich das sehe. Und ich glaube, davon können Destinationen wie Brüssel kurz- oder spätestens mittel- bis langfristig nur profitieren. Ja. Denn ich glaube, wir brauchen das Busgeschäft, wir brauchen das Gruppengeschäft. Davon lebt auch Brüssel, gerade der Leisure, der Gruppentouristikbereich. Und ich glaube, man kann der Landesregierung Baden-Württemberg insgesamt nur ein großes Lob dafür aussprechen, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Ein sehr mutiger Schritt. Vielleicht ziehen andere nach, wer weiß. Ja, wir haben schon gehört, dass es Bundesländer gibt, die das gerne auch gleich vielleicht nachmachen werden. Wir hoffen mal alle. Da würden wir uns alle freuen. Ja, wir sagen, der RDA ist, glaube ich, schon heute so ein kleines Zeichen, dass die Bustouristik lebt, dass sie funktioniert, dass sie wieder ins Rollen kommt. Ja. Und es ist halt wichtig, dass gerade auch so wie Brüssel so ein wichtiger Partner da ist. Absolut. Ja. Also für uns stand von vornherein fest, aber auch deswegen, weil uns die Partner, von denen wir hier eben gerade geredet haben, weil die Partner uns gebeten haben, hier auf dem RDA eine Präsenz zu organisieren. Mhm. Und das ist für uns auch die Motivation, weil die Partner eben uns darum gebeten haben, uns als Verkehrsamt das zu organisieren. Und ich glaube, wie Sie schon sagten, es war wichtig, hier ein Zeichen zu setzen. Denn nichts ist gefährlicher in so einer Situation, als wenn jeder in Lethargie verfällt und sagt, naja, wollen wir mal abwarten, vielleicht, vielleicht, vielleicht und hätte, Fahrradkette. Ja. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass diese Messe hier unter ganz besonderen Umständen stattfindet, dass wir vielleicht hier auch nicht das ganz große Geschäft von hier aus mitnehmen, aber dass wir präsent sind, dass wir Flagge zeigen und sagen, wir sind weiter da. Ich bedanke mich für das Gespräch. Bustouristik Scherzer ist in Brüssel. Wir fahren immer gerne zu Ihnen und wir sind auf alle Fälle dabei und hoffen auf ein gutes und erfolgreiches 2021. Gute Messe noch. Gell? Herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss.